Servus, Leute, Freunde, wie auch immer. Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, es ist Mega Man 3 wieder einmal. Ich habe dieses Spiel ja schon vor ewiger Zeit als mein allererstes Let's Play begonnen. Ich habe es als ein Jahr Special, ein Replay davon gemacht. Und jetzt kommt es wieder. Allerdings, ich muss bei mir den Sound etwas leiser drehen, sonst werde ich noch taub. Allerdings ist das hier kein gewöhnliches Mega Man 3. Und während die Musik läuft, kann ich ein bisschen was erzählen. Ich hatte nämlich vor, Halo 3 zu Let's Playen für den Gitroid Simon. Das sollte ein Halo 3 Let's Play auf den härtesten Schwierigkeitsgrad werden. Aber ihr habt ja gesehen, was daraus geworden ist. Die Xbox 360 lässt sich leider nicht mit dem Videograbber aufnehmen, weil die beiden irgendwie nicht kompatibel sind. Da muss ich noch irgendwie eine Lösung finden. Und da dachte ich mir, okay, ich will etwas für den Gitroid Simon tun, da er mich unterstützt hat, wo ich die ganzen technischen Defekte und so weiter hatte und mein Computer Totalausfall und so weiter. Ist übrigens immer noch nicht komplett behoben, aber der Großteil ist wiederhergestellt. Ein bisschen was ist noch, aber das bekomme ich im Laufe der Zeit sowieso noch hin. Also, da dachte ich mir, okay, ich muss etwas für den Gitroid Simon machen, sozusagen als kleines Dankeschön. Und da Halo 3 leider nicht funktioniert, werde ich Mega Man 3 spielen. Allerdings nicht die normale Version, sondern es ist ein Hack gemacht vom Gitarrist Simon, den er mir mal geschickt hat. Er selber hat mir auch dabei zugesehen, wo ich eine Stage angetestet hatte. Und er hat gesagt, Wolf, tu mir einen Gefallen, verwende Save State, sonst verzweifelst du und schreist nur rum und so weiter, bla 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 blups. Nämlich das hier ist Mega Man 3 Cry Out. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und nicht irgendeinen anderen Hack im Kopf. Denn in letzter Zeit habe ich einige Mega Man Hacks geguckt. Zum Beispiel von Osoma, also Osoma LP. Und ja, die Stages, die ich angetestet hatte, wo er auch zugesehen hatte, waren Needleman und Snakeman. Später für einen Test, für einen Videotest, habe ich noch Sparkman kurz geguckt. Aber ich bin ja mal gespannt, wie das laufen wird. Er hat mir gesagt, verwende auf jeden Fall Save States. Ich werde es erstmal ohne versuchen, weil ich fair bin und Save States verachte bis zum Geht nicht mehr. So. Also, Wolf und Simon, ich bin mir sicher, du guckst zu. Du wirst es bestimmt nicht entgehen lassen. Ich kenne dich. So. Nochmal Hände reiben. Sich seelisch darauf vorbereiten. Vielleicht noch einen Pombeer essen. Ja. Und ja, ich weiß, Unprofessionalität, aber was soll's. Ich glaube, fangen wir mal an. Natürlich, wie Mega Man 3 auch, wie es bei mir üblich ist, fange ich immer mit Needleman an. Und man sieht schon hier, es ist nicht die normale Stage. Wir haben Bewegungsfreiheit, okay. Nicht-Bewegungsfreiheit. Das sind so ganz fiese Sprünge hier, die der Simon hier eingebaut hat. Ich hoffe, ich komme einigermaßen gut durch. Da kommt schon die erste... Ups, das hatte ich vergessen. Ja, wow, ganz schön knappe Kiste. Man kann das natürlich auch auf andere Methode lösen. Ja, meine Tonspur bewegt sich. Fuck you. Und draufhalten. Ups, wow, dich habe ich zu spät gesehen. Danke. Gut, weiter geht's hier. Ja, ja, ja. Fuck, ich lasse mich genau von den Langsamen treffen. Ich habe dieser... Dieser Hack ist natürlich größtenteils blind. Also was heißt größtenteils? Er ist blind. Ich habe mir nur ein, zwei Videos von Osoma LP davon angeguckt. Aber die habe ich jetzt zurzeit nicht mehr im Kopf. Das... Shit! Ich habe schon gesehen, ich bin zu weit weggesprungen. Aber diese Videos habe ich zurzeit leider... Was heißt zurzeit und leider? Diese Videos habe ich einfach nicht mehr im... Das war dumm. Diese Videos habe ich einfach nicht im Kopf. Also kann man sagen, dass das blind ist. Ich werde erstmal jede Stage so ein bisschen anprobieren. Anprobieren vor allem, so als ob jeder von denen eine Wäsche wäre oder sowas. Nee, das natürlich nicht. Aber ich werde mal alles testen und werde dann gucken, wie weit ich komme und inwiefern ich Save States benutzen muss. Auf jeden Fall werde ich hier von Rush richtig Gebrauch machen. Nein, nein, nein. Ja, diese Stage ist schon wesentlich machbarer.
Ich habe gewusst, dass da einer kommt. Also gewusst habe ich es nicht, aber ich habe es vermutet. Und ich frage mich, ob dieses Spiel mich wütend werden lassen kann. Wütend werden lassen kann vor allem. Weil, wow, Leben, danke. Er kommt bestimmt nochmal. Nee, kommt er nicht. Ja, das ist dämlich. Da werde ich doch von Rush Gebrauch machen. Ich! Das war fies. Man sieht schon, worauf dieser Hack anspielt. Auf fiese Gemeinheiten. Das war dämlich. Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht die Schlange schon ins Bild kommen lassen. Ansonsten sieht es schlecht für mich aus. Warum springe ich nicht? Warum? Jetzt! Oh, das war ein bisschen zu gering. Ja, von Rush schön Gebrauch machen. Das Dumme ist die Teile. Jawohl. Ist zwar mein letztes Leben, aber egal. Ich mache von allem Gebrauch, was ich hier haben kann. Nee, ich habe eine andere. Oh, jetzt ist sie wieder da. Ja, das war dumm. Nee. Lass mich in Ruhe. Okay, komm her. Scheiße, es sah eigentlich ganz gut aus. Naja. Stage Select. Jetzt testen wir noch die letzte Stage, die ich hatte. Und danach wird es komplett, wirklich zu 100% blind. So. Übrigens, hier kenne ich nur diesen einen Raum hier, weil, wie gesagt, es war nur ein Testvideo und da brauche ich nicht so wirklich viel. Ah, danke. So, das hier ist alles blind. Moment, sie gehen bis dahin ungefähr. Ja, ja. Diesen Hack muss ich mir Zeit lassen, sonst sieht es schlecht für mich aus. Ja, mach. Scheiße, Sprite Limitation oder so. Ja. Ja. Oh, das sieht böse aus. Ja, deswegen. Da muss man kleine Sprünge machen und die kleinen Sprünge beherrsche ich nicht so wirklich. Übrigens, was das mit den Energietanksfarmen angeht, ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass Simon das rausgenommen... Das war dumm. Simon das rausgenommen hat und dass man das nicht so intensiv kann, weil ich will in diesem Spiel nicht schummeln müssen, obwohl Safe State, als ob ein Safe State kein Schummeln ist. Aber trotzdem, ich will natürlich nicht übermäßig schummeln. Okay, das ist... Das... Nein, das ist glaube ich zu hoch. Ich muss es versuchen. Ja, sah fast gut aus, aber auch nur fast. Trotzdem, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf und springe in die Schlucht. Toller Spruch, Wolf. Nee. Ah, dieser Hack zeigt mir schon, wie sehr er mich liebt. Nächster ist Hardman. Na dann los, Hardman. Bestimmt wieder irgendwo Abgrund, oder? Ja, war klar. Was wäre dieser Hack ohne einen Abgrund? Und Bienen, war klar, war auch klar, aber die kann ich ganz leicht austricksen. Nee, 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 meine Bienchen. Dieser Sprung wird schon etwas böser. Ich weiß, ich bräuchte Rush eigentlich gar nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, es sei denn, es kommt eine Biene. Okay, da hat das Simon gut gelöst, dass man Rush nicht benutzen darf. Aber hier, dieser Anfang ist popelig einfach. Das heißt, ich muss da richtig einen auf letzte Sekunde Sprung machen. Wie weit kann Mega Man vor? Wow. Nein? Na gut, 3. Ich habe die Energie verbraucht, also hole ich sie mir wieder. Es sei denn, Biene. Ich habe es gesagt und sie kam. Okay, Simon will ganz offensichtlich verhindern, dass wir Rush übermäßig benutzen, was natürlich einerseits klug ist und andererseits dumm, weil dadurch bleibt die Härte des Hacks bewahrt. Ja. Ja, gegen ein paar Bienen kann ich nichts machen.
Eins noch, ja. Wow, das war enorm knapp. Das war saudumm. Komm her! Fuck you, Bienchen. So. Ich wollte gerade sagen Biene. Moment, kommt sie nochmal? Ich glaube nicht. Und ich bin auf dem letzten Leben, sehe ich gerade. Biene! Nein, keine Biene. Aber da kommt noch eine. Und sie schmeißt es in den Abgrund. Wenn das weitergeht, wird Rush bei mir total aufgebraucht werden. Oh, das sind die Zangenviecher. Yum, yum. Shit. Oh, das ist nett. Da muss man außen laufen quasi. Und das will mir überhaupt nicht gefallen. Stage Select. Topman, warum auch nicht? Eigentlich immer der leichteste. Aber ich wette, den hat Simon auch knüppelhart gemacht. Ja, überall Abgründe. Komm her. Warum habe ich bloß diese Let's Play-Ehre? Warum? Wow, das war knapp. So. Oh, noch mehr. Das ist jetzt eine scheiße Position. Ja, noch mehr. Warum bin ich dumm? Warum bin ich dumm? Fuck you. Okay, komm her. Vielleicht lässt du... Wow, komm nicht her. Danke. Er kommt bestimmt wieder, ne? Also dieses erste Video hier wird wahrscheinlich nur so ein bisschen antesten. Ne? Danke. Ich wollte gerade sagen, der wird doch bestimmt arschig sein. So, das hier ist leicht. Ich hätte es wissen müssen. Nächstes. Oh, ein Double. Schießen die unendlich? Ne, die verschwinden bis dahin wieder. Ich hab's falsch getimt. Okay, durch. Den abknallen. Scheiße, Mann. Aber er bekommt Schaden. So. Nein, ich hab nicht aufgepasst. So. Mega Man, danke. So gerne ich auch Mega Man spiele, aber ich glaube, das wird noch so richtig hart. Okay, Topman, die Stage geht bis jetzt. Ich hab's gesagt. Bestimmt kommt irgendwo eine Schraube. What? Das ist dumm. Danke. Du. Wow, überall Stacheln, Spikes, zigtausende. Das will mir gar nicht gefallen. Solche Sprünge hasse ich. Oi, oi, oi. Vater, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wow. Moment. Handy. Und da bin ich wieder zurück. Ja, die Aufnahme läuft. Sehr gut. Ich habe soeben bemerkt da unten, dass wir doch einen Energietank haben. Das heißt, das hat Simon offensichtlich nicht ausgewechselt. Ich meine, gut, man kann nicht alles hundertprozentig auswechseln, aber... Achso, da sind wir stehen geblieben. Dumm getimed? Nochmal. Nee, wasch nicht da unten. Man kann es vielleicht auch auf andere Art und Weise lösen, aber ich mache das auf diese. Dumm! Warum schieße ich nicht? Brauche ich ihn? Eigentlich brauche ich ihn nicht dafür. Ja gut, er spawnt nicht nochmal. Ich müsste Rush aufladen. Ja, hehehe. Maus. Meine Maus spackt ab. Weil ich habe mir... Gestern habe ich mir eine neue Maus zugelegt. Und das Problem an dieser Maus ist, sie funktioniert nicht richtig. Und jetzt habe ich wieder meine alte kaputte. Ja, komm her. Hehe, ausgetrickst. Obwohl, in Topman kommen wir ziemlich weit. Und egal wie lange dieses Video dauern wird, in diesem Video wird erstmal jeder... Oh nein, Katze! Autsch. Nein, in diesem Video wird erstmal jeder angetestet. Also, okay, wir sind jetzt erst bei der Katze. Aber gut, so lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Jetzt kommt irgendwo noch eine zweite Katze. Oi, oi, oi.
scheiß Fliegengesicht. Geht sich das aus? Ah! Warum habe ich nicht Rush genommen? Wahrscheinlich, weil da oben die Decke ist. Ah, wir starten hier. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt mit Rush. Bleib stehen. Das war dumm. Warum habe ich nach links gedrückt? So. Ja, das brauche ich. Yes. What? Das wird ätzend. Er ist nicht gesprungen, er ist nicht gesprungen. Shit. Aber in Topman kamen wir bisher am weitesten. Das ist sehr schön. Und unten bellen die Hunde. Das geht mir total auf den Zünder. Quickman sage ich schon. Germany Man. Aber Germany Man ist mindestens genauso großes Arschloch wie Quickman. Ich hasse die Musik aus Germany Man. War klar. Aber das geht bisher. Das ist leicht. Aber ich wette, ich habe mein Maul aufgerissen. Jetzt kommt gleich Böses in Person. Warum klappt dieser Sprung nicht? Ich muss jetzt mal testen, wie weit kann Mega Man gehen, bevor ich runterfalle. Bestenfalls ohne Gegner. Ach, trifft mich, ist mir egal. Okay, wie weit kann Mega Man gehen? Maus! Wenn jetzt Antivir kommt, ich schrei die Bude zusammen. Okay, so weit. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt einigermaßen gemerkt. Versuchen wir diese Stage jetzt noch ein letztes Mal. Nein, warum bin ich durch? Warum bin ich gesprungen? Warum dachte ich schaffe es? Ach, egal. Nächstes, Magnet Man. Okay, bis jetzt hält sich die Wut in Grenzen, aber es ist ja nur so ein kurzes Ranschnuppern, Rantasten. Gut. Nee! Müssen die so tief fliegen? Ja. Simon, ich liebe dich für diese Sprünge. Eigentlich überhaupt nicht. Ich mag diese Sprünge überhaupt nicht. Wie man hier schon sieht. Ja, mach du nur. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht gehen, was ich vorhabe. Doch, geht. Ja. Verschwinde da hinter mir. Aber bestimmt brauche ich Rush noch für irgendetwas. Ich hasse diese Sprünge. Ich hasse sie sehr. Ja. Kann ich noch? Ja, jetzt nochmal das Ganze. Das Gute ist, ich könnte mich notfalls retten, wollte ich sagen. Nein! Letzte Chance. Gut, gut, gut. Ah, ja. Alles klar. Jawohl. Simon, ich hasse dich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. Nein, natürlich nicht. Ja, ja, ja. Ja, du, fahr auch noch mal weiter. Ich verbrauche hier Rush sowas von. Oh nein. Ihr beiden könnt abhauen. So, Magnet Man kommen wir an sich auch relativ... Er hat mich geschossen. Ich. Wow. Wenn ich jetzt gestorben wäre. Fuck you. Da kann ich nicht mal meine Technik machen. Woher hat Simon das gewusst? So, au. So, muss ich es eben so machen. Und Stacheln? Ja. Fick dich! Okay, ich habe nicht viel Zeit. Ja, natürlich starte ich wieder hier. Jetzt muss ich das mal... Hoppla, aus dem Lauf probieren wollte ich sagen, aber ich glaube, es wäre keine so gute Idee.
Letzte Stage für heute und danach werde ich mir etwas einfallen lassen, denn irgendwie muss ich das ja schaffen. Denn in Topman kam ich relativ weit, Magnet Man wäre an sich auch mit ein bisschen Übung kein Problem. Ich dachte, ich sterbe. Ja, logisch. Ich dachte, ich sterbe jetzt, ich hätte es dem Spiel zugetraut. Ja, logisch. Ich hasse euch. Gabelstaplerfahrer, du nervst mich auch. Bestimmt noch so ein Hüpfeteil. Nee. Und war klar, sogar noch schlimmere Version. Obwohl. Oh, fuck you. Ja, natürlich trifft er mich. Nein, okay. Mit ein bisschen Übung ist er auch No-Hit schaffbar. Ich Dummdödel, warum mache ich das? Nein! Das wäre fast gewesen. Fast gewesen vor allem. Und Stacheln. Nein. Du gibst mir Energie, das sehe ich jetzt schon. Nein, natürlich nicht. Nein! Nee, du bleibst drüben. Und Fallschirmspringer. Nee. Jawohl, Energie. Oh. Hau mal da ab. Dumm. Moment, bis hierhin ungefähr. Das ist böse. Leck mich doch. So. Ja, du kannst abhauen. Danke. Diese Musik ist auch nicht gerade ein meiner Lieblingslieder. So, aber das ist leicht. Das ist nur ätzend, weil es auffällt wegen der Sprite Limitation. Ich wette, ich muss da unten lang. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Weg, wo ich... Voller Weg umsonst. Hehe, Simon, du Witzbold. Moment, welchen Weg musste ich jetzt? Den ganz untersten, nicht wahr? Ja. Okay, ich muss ganz unten lang. Und das sind zigtausend Granaten. Das will mir ja überhaupt nicht gefallen. Nein! Shit. Ja. Nee, 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 hau ab. So, da lang. Ihr leckt mich doch. Oh. Ja, warten, bis das Teil da oben verschwindet, denn ich gehe kein Risiko ein. In der Zwischenzeit kann ich ja was trinken. Danke. So, du kannst weg. Das ist nicht nett. Das ist sogar überhaupt nicht nett. Okay, da war's. So, ein Rest. Wieder kein Risiko eingehen, denn man weiß ja nie, was da jetzt noch kommt. Aber Shadow Man, da kommen wir eigentlich auch ganz gut voran. Obwohl ich die Musik nicht mag. What? Okay. Leckt mich. Das schaffe ich nie ohne Schaden. Danke. Nee, verschwinde. Wat? Moment. Simon, guck dir das an. Was soll das? Hallo? Okay, ich lasse das mal. Simon wird schon sich etwas dabei gedacht haben. Nein. Ja. Habe ich Rush? Ja, ein bisschen. So. Und weiter geht's. Bestimmt noch mehr. Ja, meine Lieblingsgegner. Fick dich. Danke. Ja. Weil ich dumm war und gesprungen bin, ohne meine Augen aufzureißen. Ja, perfect shot. Ja, war klar, die Fallschirmspringer kommen auch noch. Natürlich in ganz bösartiger Ausführung, aber ich bin schon bei den Fallschirmspringern, das heißt Shadow Man wäre nicht mehr weit. Und er kommt, jawohl.
Ich habe ihn nicht getroffen. Also, alles klar. Shadowman. Ja, komm her, kommst du nicht so hoch. Haha. Okay, Topman kann ich schaffen, Shadowman kann ich schaffen. Das heißt, ich hätte schon mal zwei. Wenn er die Schwäche verändert hat, dann kotze ich. So. Da kommt bestimmt der nächste, wenn ich kurz davor bin, ins Bild zu gehen. Ja. Komm her. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Komm schon. Ich habe gewusst, dass es nicht mehr reichen wird. Und. Nee. Hehehe. Komm nur her, du hast sowieso null Chance. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viel oder. Ja, wie viel Parts ich davon mache, habe ich sowieso keine Ahnung, aber. Fuck, jo. Aber wie lang diese Videos hier werden, die ich mache. Vielleicht werde ich mich dann ausnahmsweise nicht an das 20 Minuten. An die 20 Minuten Regel, die ich mir. Ich hab's gewusst, die ich mir gegeben habe. Nicht halten. Game over! Stage Select. Ja, ich würde mal sagen, das war für die erste Aufwärmphase sozusagen. War das ein kleines Reinschauen in Mega Man 3 Cry Out. Ja, ich bin gespannt, wie ich mich in diesem Spiel noch einstellen werde. Auf jeden Fall, Simon, da hast du dir was Nettes überlegt. Und für alle, die es noch gerne gucken, zum Beispiel der Final Level Game oder so mal P oder keine Ahnung. So, das war Mega Man 3 Cry Out. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.